Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich hatte Peter Frühwald schon öfter mal im Studio und du befasst dich mit der Rechtslage in der Bundesrepublik schon seit langem mit Selbstverwaltung und so weiter. Kann man vieles noch mal gucken, was wir schon gemacht haben, aber es gibt ja ständig Neues. Erzähl mal, Peter, du hast im Vorgespräch schon viel erzählt, was du erlebt hast und was so immer mehr auch rauskommt, so mit dem Handelsrecht und so weiter. Aber du hast ein paar persönliche Dinge auch erlebt mit dem System zuletzt. Ja gut, ich habe einiges erlebt in der letzten Zeit, aber wie gesagt, zuerst mal, wir sind drauf gestoßen, so in den letzten 12 Monaten, dass wir im reinen Handelsrecht uns befinden, weil es gilt, seit dem Jahr 1990 haben wir herausgefunden, eben nur noch die Militärgesetzgebung der Alliierten, also SCHAIF, SMAD und AHK-Gesetzgebung, und es gilt ansonsten das reine Handelsrecht, UCC, Uniform Commercial Code. Und es ist so, dass das Ganze bis ins Jahr 1219 zurückreicht. Es gibt eine Verknüpfung zwischen dem Vatikan der englischen Krone und den Vereinigten Staaten von Amerika, die immer noch dem englischen König gehören und als Firma geführt werden. Und 1219 fing das Ganze an, haben wir herausgefunden, dass der Vatikan mit dem englischen König bzw. der englischen Königin einen Vertrag gemacht hat. Das britische Empire strebt die Weltherrschaft im Weltlichen an. Der Vatikan strebt die Weltherrschaft im Geistigen an. Und beide unterstützen sich wechselseitig. Später kam dann hinzu, dass im Jahr 1549 James I. eine Idee hatte: Falls die Völker oder sein Volk mal aufwacht, ist es vielleicht geschickter, Firmen zu haben. Und so wurde die Ostindien Company und die Virginia Company gegründet. Und die Virginia Company, die wurde im Jahr 1878 in US Corporation umbenannt. Und seitdem kann man sagen, wechselseitig ist immer der englische König im Hintergrund, dem die Firma gehört. Und es gibt einen Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der US Corporation, dass ab sofort, also ab 1878, die US Corporation, beide sind Personalunion, Regierung und Politik vereint, als Firma organisiert führt. Das ist gleich im Grunde dieser kleine District of Columbia, der eigentlich die Firma United States ist und aber so tut, als wäre es die Regierung von ganz Nordamerika. Ja, in diesem District of Columbia wird die Politik gemacht, das ist der Firmensitz, und durch den Vertrag wird quasi der Einfluss auf die ganzen Staaten überblendet, und diese US Corporation wird eben dann vom englischen König entsprechend kontrolliert. Und es kommt nur wilder, dass also quasi alle Firmen, also in diesem Vertrag, ich habe in diesem UCC, nach dem UCC-Handelsrecht, nach dem Kooperationsvertrag mit dem Titel die Vereinigten Staaten von Amerika zwischen der US Company, District of Columbia und den eigentlichen Republiken von Amerika, dort steht im Artikel 18b7, dass das Admiralsrecht oder Admiralty Law, das Seerecht und Handelsrecht, an folgenden Orten Anwendung findet: auf hoher See, auf amerikanischen Schiffen und in allen Ländern, welche von den Vereinigten Staaten verwaltet oder erobert werden, und innerhalb des Staates Amerika. Also quasi, da wir ja von den Amerikanern und den Engländern am 23. Mai 1945 übernommen worden sind, ist es seitdem so, dass eben dieses Recht voll durchschlägt. Also wir unterliegen dem. Wir unterliegen diesem Recht, und im Jahre 2003 hat die amerikanische Regierung einen Erlass herausgegeben, dass alle Firmen, die praktisch nach diesem Recht arbeiten, im internationalen Register bei Dun & Bradstreet, das ist die weltgrößte Auskunftei, das ist eine US-Firma, die auch wiederum über Ecken den Amerikanern und Engländern gehört, und in diese Firma müssen alle Firmen eingetragen sein. Man findet dort die Bundesrepublik Deutschland, man findet die Bundesrepublik Österreich, sind alles Firmen, und aber auch Kanzleramt und das Bundeskanzleramt und Amtsgerichte. Vor drei Tagen war ja die Bundestagswahl, und der Bundestag ist eine dort auch eingetragene Firma im DUNS-Register.
Die ganzen politischen Parteien sind alle eingetragen, also die CDU und auch die neue AfD, die CSU, alle sind eingetragen, bis auf die Linkspartei, die haben wir nicht gefunden. Mhm. Der Gysi scheint hier ein bisschen cleverer und schlauer agiert zu haben, also der ist nicht in diesem Register auffindbar, aber alle anderen politischen Parteien sind dort auch entsprechend eingetragen. Der spricht ja manchmal auch ein paar Sachen aus, die anderen eigentlich nicht aussprechen, dass wir keine Souveränität haben. Tun sie eigentlich alle, dass sie immer wieder mal was aussprechen, weil wahrscheinlich auch, um sich selber zu schützen, wenn die Bevölkerung mitkriegt, was hier wirklich los ist. Dann sagen sie, wir haben es doch gesagt. Wir haben es doch immer gesagt, ihr hättet zuhören müssen. Also Sigmar Gabriel in Erinnerung am 27. Februar 2010 auf dem SPD-Parteitag in Dortmund. Frau Merkel ist keine Bundeskanzlerin, Frau Merkel ist die Geschäftsführerin der größten Nichtregierungsorganisation auf deutschem Boden. Ja. Oder anderes Beispiel, Wolfgang Schäuble, der Finanzminister der Bundesrepublik Verwaltung der Alliierten, der hat gesagt auf dem European Banking Day am 18.11.2011, Deutschland war seit dem 8. Mai zu keinem Zeitpunkt je souverän. Oder vor wenigen Wochen, als die NSA-Affäre gerade recht hochgekocht ist, hat der Christian Ströbele von den Grünen ein Interview auf WDR 5 gegeben, das komischerweise danach verschwunden war. Mhm. Aber es ist live eben über den Sender gelaufen, wo er gesagt hat, dass eben Besatzungsrecht immer noch gilt und deshalb es völlig normal ist, dass die Alliierten hier alles abhören und kontrollieren dürfen, weil sie haben uns ja besetzt und bis zu einer friedensvertraglichen Lösung gilt das ganz einfach. Mhm. Und vor wenigen Wochen, am 3. November 2013, hat es eben Gysi dann gesagt, in dem Interview mit Phoenix, wo er sagte, man kann doch jetzt endlich mal aufhören, das Besatzungsrecht ist ja immer noch vorhanden und wir schreiben hier jetzt das Jahr 2013 und nicht das Jahr 1945. Ja. Wobei er dann ein paar Tage später zurückgerudert ist, wahrscheinlich war es wegen zu heftig gewesen. Und dann hat er sich ein bisschen zurückgefahren in der Richtung. Aber das machen die ganzen Akteure, die ganzen Politiker der Firma Bundestag und der Firma Bundesrepublik aus dem Grund, damit eben sie sich selber schützen, weil sie sagen dann, wir haben es immer gesagt, ihr hättet nur zuhören müssen. Aber die Merkel hat ja dann die Souveränität Deutschlands mal eben sozusagen in einem Wahlkampfrede hat sie dann gesagt, ja, das haben wir jetzt alles geregelt, die Souveränität ist jetzt hergestellt. Ja, das hat sie in Stuttgart, bei der Zeitung, wo ein interessierter Bürger eine Frage gestellt hat. Er wusste sehr gut Bescheid scheinbar. Genau, also wobei eben das, was sie gesagt hat, ist zwar richtig, hat aber überhaupt keine Auswirkung, denn wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, eine Erfindung von den Engländern, das Bundesverfassungsgericht, das hat am 25. Juli 2010 festgestellt in einem Urteil, dass alle Bundestage seit dem 7. Mai 1956 unter falschen Voraussetzungen gewählt worden sind, was bedeutet, dass die ganzen Gesetze, die seit diesem Zeitpunkt gemacht haben, alle nichtig sind. Ja. Und jetzt hat ein nichtiger Bundestag ein nichtiges Wahlgesetz gemacht. Und alle Firmenmitarbeiter, die einen Personalausweis tragen, haben sich dann aufgemacht und haben einen neuen Bundestag, der AGB-Bestimmungen erlässt, entsprechend gewählt. Also damit haben sie es ja im Grunde legitimiert. Ich habe eigentlich immer gesagt, Leute, was wählt ihr eigentlich? Richtig. Erstmal ist es alles illegal, zweitens wird sich nichts ändern, egal wen ihr wählt, weil wer entscheidet, der wird nicht gewählt und wer gewählt wird, der hat nichts zu entscheiden. Hat Seehofer mal gesagt, genau. Also gut, aber das Thema Wahl wollen wir jetzt gar nicht so ausweiten, sondern eher, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Also wir sind jetzt unter Admiralty Law überhaupt unterstehen den USA, das ist klar, nur was können wir damit anfangen? Ja, es kommt nur mehr hinzu. Bevor wir sagen, was können wir damit anfangen, müssen wir einfach auch nur feststellen, es gibt einen Act des englischen Königs aus dem Jahr 1666, den habe ich auch im Original gefunden, im Archiv der britischen Regierung. Der ist nach wie vor gültig, das ist der sogenannte Chesquie Act. Dort wurde festgelegt, so kurz nach dem 30-jährigen Krieg, wo viele verstorben waren im Krieg oder viele auch durch Seuchen wie Pest und Cholera hinweggerafft waren, hatte man überlegt, wie kommt man an die Herrenhäuser und an die Güter wieder ran. Und dann hat der englische König einen Erlass gemacht, damals konnte der ja Gesetze alleine erlassen, und hat in diesem Gesetz festgelegt, wer sich nicht innerhalb von 7 Jahren für lebend erklärt, gilt als bürgerlich gestorben. Und das Gesetz schlägt bei uns bis heute durch.
und wird hier auch voll zur Anwendung gebracht. Innerhalb der ersten 7 Jahre kriegen die Kinder in der Bundesrepublik Verwaltung und der Firma Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die finanziell ja alles organisiert, ihre Nummer zugeordnet und gelten dann eben als gestorben, als bürgerlich tot, sind also mehr oder weniger nur Sklaven im Sinne des Völkerrechts. Und dieses Sklaventum wird voll durchgereicht bis zu dem Tag, wo sie eben halt dann diese Erde wieder verlassen, wenn sie sich nicht wieder selber für lebend erklären. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Lebenderklärung, also auch um zu unterscheiden, man sieht uns also als Person sozusagen, als tote Sache, verstorben, man kann, lost at sea, sagt man glaube ich auch, ne? Und kann dann einfach mit unseren Sachen machen, was man will, weil wir sind ja tot. Man muss an der Stelle sehen, die Alliierten haben mit dem Artikel 43 Haager Landkriegsordnung ja die Macht übernommen 1945, haben festgestellt, nachdem sie die Macht übernommen haben, dass bei den Gesetzen, die sie vorher natürlich durchgeschaut haben, es beim bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik Vorgängerstruktur, die sie übernommen haben, nämlich beim Deutschen Staatenbund, beim Deutschen Reich, der § 90 BGB beinhaltet, Sachen sind auch körperliche Gegenstände. Und dann haben die gesagt, wunderbar, das können wir gleich so übernehmen, das behalten wir so bei, kann man auch durch verklausulierte Satzstellung in den Protokollen der Potsdamer Konferenz nachlesen. Mhm. Und so haben wir einfach eben die Sachgegenstände fortgeführt und haben uns auch in der Staatenlosigkeit belassen, die Adolf Hitler eingeführt hat am 9. Februar 1934. Das darf man auch nicht verkennen. Also Hitler hat 1933 am 30. Januar die Macht übernommen, hat dann noch keine Mehrheit gehabt, hat nochmal neu wählen lassen. Am 21.03.1933 hat er faktisch dann die Kommunisten und die Sozialdemokraten nicht mehr in die Macht hineinschnuppern lassen, hat dann 2 Tage später am 23.03.1933 das Ermächtigungsgesetz gemacht und hat 6 weitere Tage später ein sogenanntes Gleichschaltungsgesetz gemacht und hat die deutschen Staaten einfach ausgeschaltet und hat überall einen Statthalter seiner Führungsriege reingesetzt. Statt des Parlamentes in Bayern oder in Preußen gab es eben dann nur noch einen Statthalter, und die Regierung ist auch ausgeschaltet gewesen. Und ein Jahr später, am 9. Februar 1934, hat er alle zu Staatenlosen im eigenen Land gemacht, nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht vom 31. Juli 1913. Dort gibt es 3 Formen von Bürgern. Es gibt Reichsbürger, Staatsbürger und unmittelbare Reichsbürger. Mhm. Also Staatsbürger sind die Staatsbürger der 26 Einzelstaaten. Reichsbürger sind die Bürger, die quasi zum Beispiel in einer Kolonie wohnen und Deutsche sind. Mhm. Und die unmittelbaren Reichsbürger waren damals die Leute in den Kolonien. Das waren sogenannte Sklaven in den Kolonien. Und die waren unfrei. Und dieses Unfreie hat Hitler 1934 für jedermann einfach übernommen. Und hat gesagt, das ist immer noch im Gesetz drin, jetzt schalten wir alles gleich und organisieren das so, dass alle staatenlos sind. Und das ist bis zum heutigen Tag der Fall. Wer heute seine Staatsangehörigkeit zurück will, das haben die Alliierten als Tür offen gelassen, 1990, der muss einen Staatsangehörigkeitsausweis sich holen und den muss er sich bei der Ausländerbehörde holen. Vielleicht lass uns das mal genauer durchgehen, weil das ist ja zwar was, wo man was mit anfangen kann. Also wir sind staatenlos, wir müssten uns also selber darum bemühen, dass wir erstmal wieder eine Staatsangehörigkeit haben und auch nicht die der BRD. Wie gehe ich jetzt also vor? Ja, ich muss in dem Fall zur Ausländerbehörde. Ich brauche dort bestimmte Dinge, die ich nachweisen muss. Also einmal muss ich nachweisen, väterlicherseits, Herkunft. Wo ich meine Herkunft rückwirkend bis 1952. Und wenn ich unehelich geboren bin, muss ich es mütterlicherseits nachweisen. Und ich muss des Weiteren dort auftreten mit einem Ausweisdokument. Und dann dauert das Ganze, da muss ich also Formulare ausfüllen, dann dauert das Ganze 1 bis 2 Wochen. Danach bekommt man diesen Staatsangehörigkeitsausweis. Hier muss man darauf achten, dass die Groß- und Kleinschreibung richtig ist, weil in der Geburtsurkunde wird man als lebendig natürliche Person registriert. Mhm. Also normal ist man freier Mensch. Über den freien Menschen wird seit dem 16. Jahrhundert die natürliche Person drüber gestülpt,
Und die wird seit 1945 so organisiert im Geburtenregister, Klammer auf, Handelsregister nach britischem Vorbild. Die Briten haben das schon seit 1789 so organisiert. Wird man eingetragen und der Lord Mansfield, der dieses Kriterium 1789 erfunden hat, der hat, das war der damalige Justizminister des britischen Königs, der hat gesagt, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, dann ist es so, wie wenn ein Handelsschiff zu Wasser gelassen wird. Mhm. Und daraufhin hat man auf jeden bei Geburt einen Bond angelegt und dieser Bond wird dann bei unterschiedlichen Behörden in den einzelnen Ländern des Commonwealths und der Vereinigten Staaten, die erobert haben, geführt. Also beispielsweise die Amerikaner, dort wird er beim Schatzamt geführt und das Schatzamt ist als Firma in Malaysia eingetragen. Das haben wir auch überprüft. Und bei uns ist es so, dass wir herausgefunden haben, in der Bundesrepublik Verwaltung wird der Bond geführt bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH und dort als Sammelurkunde. Und es gibt sogar eine AGB-Bestimmung, dass der den Bond verwaltet, jederzeit es auch in Einzelurkunde geführt haben können möchte, wenn er will. So, und Frau Merkel führt für alle im Moment diese Bonds als Treuhänderin, weil sind wir wieder im Handelsrecht, konkludentes Handeln. Keiner hat sich gewehrt, sind ja bürgerliche Tote, sind bürgerlich Gestorbene und deshalb verwaltet eben dann vorübergehend, bis man sich vielleicht wieder lebendig findet oder lebend erklärt, eben die Hauptgeschäftsführerin für den Innenbereich, also Frau Merkel dann mit ihrem ganzen Stab diese und ihren Unterfirmen diese Bonds und diese Urkunden, Wertpapiere, die werden eben dann bei der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH geführt. Wenn man jetzt diesen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt hat und ihn in Händen hält, korrekt geschrieben in der Schreibweise, erster Buchstabe groß, Rest klein. Dann, also wenn alles groß ist, dann sofort zurückweisen. Dann sofort zurückweisen, weil das bin ich nicht, sondern ja. das ist wieder die tote Identität. Oder ja, der Strohmann. Der Strohmann, ja. Ja. Und dann muss man das wieder zurückweisen, dann müssen wir das nochmal neu ausstellen. Fakt ist, dann muss man sich registrieren lassen beim Bundesausländeramt in Köln. Dort gibt es also eine Registratur, wo alle Deutschen die Staatsangehörigkeit entsprechend beantragt haben, registriert werden. Sind derzeit roundabout so um die 3,4 bis 4 Millionen, die sich schon registrieren haben lassen. Mhm. Und man muss auch dann noch im Personenstandsregister seines Heimatortes registriert werden, als mehr oder weniger Staatsbürger des Einzelstaates des Deutschen Reiches. Das machen die einfach, man kriegt dann eine andere Nummer als die bundesrepublikanisch verwalteten Akteure oder das Personal der Bundesrepublik. Ja. So. Und deshalb ist eben wichtig, dass man diesen Schritt macht, bevor man dann weitere Schritte tun muss, um eben aus dem Ganzen herauszukommen. Ich war ja hier schon, habe schon mal erklärt, da war man noch nicht ganz so weit in dem Fundus, die staatliche Selbstverwaltung und die Personenstandserklärung als erste Stufen. Und dann muss man eben weitere Schritte tun. Staatsangehörigkeitsausweis, Lebenderklärung und man muss dann auch seine Geburtsrechte sich wiederholen. Erklär das aber vielleicht nochmal genauer. Lebenderklärung wäre Lebenderklärung, jetzt... Lebenderklärung heißt nach diesem Gesetz, ich habe das also auch ins Neudeutsche übersetzt aus dem Altenglischen, das, was ich im britischen Archiv der Regierung dort gefunden habe. Da gibt es das Originalgesetz hinterlegt und es ist also so, man muss sich für lebend erklären und muss dieses mit eigenem Blut signieren, weil damals gab es noch keine Computer wie heute oder keine vernünftigen Stifte, wie man sie heute hat. Und da haben die einfach mit Tinte geschrieben und mit dem eigenen Blut signiert. Also Fingerabdruck. Daumenabdruck mit seinem eigenen Blut signiert. Ja. Und das Ganze muss von drei Zeugen, die auch bereits lebendig sein müssen, oder parallel es auch lebendig sich erklärt haben, als Zeugen mit auch signiert werden, auch mit Blut. Und dann scannt man das Ganze ein, dass man es immer hat und mitschicken kann. Und das Original muss dann hinterlegt werden beim Standesamt seines Geburtsortes. Und gibt es da noch eine Apostille, die man drauf... Eine Apostille brauche ich wiederum für das Zurückholen meines Bonds. Das ist wieder anders. Ach so, okay. Ja, also die Lebenderklärung wäre, ich suche mir drei Kumpels sozusagen und wir sagen, genau. Wir erklären uns jetzt gegenseitig. Für Leben. Für Leben. Voraussetzung ist aber, Sie müssen vorher schon sich in Selbstverwaltung begeben haben, weil sonst sind Sie beim System angehängt. Ah, ja. Also ich muss erst aus dem System Verwaltung Bundesrepublik raus, muss dann auch die Personenstandserklärung gemacht haben und dann kann ich dann im nächsten Schritt
wie gesagt, Staatsangehörigkeitsausweis und dann kann ich die Lebenderklärung machen. Und wenn ich die Lebenderklärung gemacht habe, dann wird die hinterlegt und dann muss ich meine Geburtsrechte mir noch sichern. Ich muss also eine politische Erklärung, eine Proklamation meiner Geburtsrechte abgeben und eine Erklärung, dass ich die ab sofort in eigener Regie jetzt wieder bei mir führe. Und die wird hinterlegt für Leute, die es noch in der Bundesrepublik gemacht haben, beim Einwohnermeldeamt, für Leute, die exterritorial sind, also wie wir jetzt alle, weil ich bin ja, wie gesagt, einer, der die staatliche Selbstverwaltung mit auf den Weg gebracht hat grundsätzlich. Es gibt ja mittlerweile 1,2 Millionen Registrierte bei den Geheimdiensten, dass die das auch schon gemacht haben. Das haben wir, ist eine Zahl, die wir von der Polizeigewerkschaft wissen. Das ist schon eine ganze Menge, ne? November letzten Jahres war das der Stand, also Ende Oktober letzten Jahres. Donnerwetter. Ja. Und jeder, der bei Frau Merkel hier aufschlägt mit Selbstverwaltung, der wird quasi dann bei den Geheimdiensten und Verfassungsschutz BND und bei der Polizei gemeldet. Ja. So, und wer also exterritorial steht, der muss diese Geburtserklärung dann beim Amtsgericht hinterlegen. Und da schickt man dann auch eine Kopie der Lebenderklärung mit dem Verweis, dass die eben beim Geburtenregister hinterlegt ist. Vielleicht die Info auch dazu, wenn man sowas macht, muss man natürlich auch darauf achten, dass man beim Standesamt den Leuten natürlich ein bisschen Text mitliefern muss, warum man das macht. Weil wir haben in der Bundesrepublik Verwaltung und in den Firmen des Konzerns Bundesrepublik Deutschland Mittel- und Unterbau nicht geschult. Und das ist die Schwierigkeit, die wir, kann man sagen, immer wieder haben und auf die wir immer wieder treffen. Die wundern sich dann, was soll das hier und verstehen es nicht. Ne? Also man muss es ihnen ein bisschen erklären. Gibt es da schon Vorlagen irgendwie für? Habt ihr da schon? Nein, wir haben für die Lebenderklärung, das ist einfach so, der Text, dass man eben einfach auf hoher See nicht untergegangen ist, dass man nicht bürgerlich gestorben ist, sondern lebt und das Ganze durch die Zeugen dann bestätigt wird. Und was die Proklamation, die Personenstandserklärung anbetrifft, da haben wir Formulare, weil hier ja alle gewohnt sind, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Und wir hatten ja dann im Jahr 2010 die Arbeitsgemeinschaft staatliche Selbstverwaltungen gegründet. Wir hatten letztes Jahr am 1. Mai 2012 einen Minderheitenstaat in der UN angemeldet, auf die Länderkennung 279 vorübergehend. Aber in Genf bei der UNO, bei der zuständigen Standard Organization, haben sie uns mitgeteilt, das können sie erst eintragen, wenn Ban Ki-moon grünes Licht gibt. Die Russen und die Chinesen haben wohl nichts dagegen. Die Engländer, Amerikaner wollen das natürlich nicht, weil wenn sich hieraus, und das geht nach der UN-Charta, was Neues bildet, dann gefällt es denen nicht ganz so gut. Und deshalb versuchen die natürlich auch, dass hier alle, die Selbstverwaltung erklären, alle, die auch in anderen Gruppierungen irgendwas mit dem UCC machen, dass die möglichst alle in die Irre geführt werden und gleich wieder eingefangen werden. Also muss man genau aufpassen, was man macht. Was man macht und mit wem man es dann macht. Ja. Weil wir hatten auch schon die Freude, selbst bei uns, letztes Jahr einige Agenten platziert gehabt zu haben, die wir dann enttarnt haben. Ja, und wir mussten uns dann reorganisieren und neu umorganisieren, weil man versuchte natürlich, uns gleich ganz platt zu machen. Die Organisation mehr oder weniger langsam ausbluten und kaputt zu machen. Du hast es mir im Vorgespräch erzählt, dass es wirklich also Beweise gab, dass es einen Ausweis gab, wo wirklich ein Diplomatenausweis von jemandem, der im Grunde für den CIA gearbeitet hat, auch noch andere Dienste, also auch hier deutsche Dienste. Der Bundesnachrichtendienst war mit involviert, sächsischer Verfassungsschutz war mit involviert. Ja. Also dann haben wir einen ganz, ganz großen Aktionsradius nicht vom sächsischen Verfassungsschutz, sondern von dem Bandon in Berlin. Es gibt also in der Lenné-Straße eine große Cyberkriegabteilung. Also viele Grüße auch natürlich von hier, wenn das dann hier angeschaut wird, an die Aktivisten Merkur 61 und wie sie alle heißen, die dann mit anderen Portalen versuchen, die Leute in die Irre zu führen, wie Reichsdeppen-Pinkulatorium, Reichsdeppen-Rundschau. Das sind alles Erfindungen der Cyberabteilung des Berliner Verfassungsschutzes. Ja. Und hinter jedem dieser Tarnnamen oder Fantasienamen, Houdinho, Merkur 61, wie sie alle heißen, schreiben aber da unterschiedliche Leute, weil unterschiedliche Personen dort natürlich Schichtdienst haben. Und dann merkt man natürlich auch, wer gerade am Schreibstil ist. Ne? Ja, genau.
Okay, lass uns noch mal weitergehen. Wir haben jetzt also ein paar Schritte schon gemacht bis Lebenderklärung. Wir haben uns gemeldet. Was muss noch gemacht? Kriegen wir da irgendwie einen Ausweis? Jetzt haben wir eine Staatsangehörigkeitsurkunde. Die Staatsangehörigkeitsurkunde, wenn man die hat, man kann jederzeit sich, wenn man die Selbstverwaltung erklärt hat, natürlich einen Interregnumsausweis haben. Es gibt also Selbstverwalter, die das haben. Aber man kann auch gleich bei der Exilregierung Deutsches Reich sich einen vernünftigen Ausweis holen. Es gibt drei Urteile des Landgerichtes in der Bundesrepublik. Das sind ja übrigens alles Handelsgerichte nach Militärgesetzgebung und Struktur der Briten, nach britischem Handelsrecht. Alle, die dort verhandeln, die Richter, die müssten eigentlich im Range eines Kapitänleutnants oder Hauptmanns sein. Da kann man den einen oder anderen Richter vielleicht auch verwirren. Aber es gibt, wie gesagt, drei Urteile innerhalb der Bundesrepublikstruktur: Landgericht Braunschweig, Landgericht Stuttgart und Landgericht Göttingen, die alle besagen, dass eben diese Reichsdokumente Dokumente sind und eben keine Fantasieausweise, wie es immer mal irrtümlich behauptet wird. Wichtig ist aber, dass man korrekt ausgestellte Ausweise bekommt, und darum haben eben die Reichsregierung, Exilregierung Deutsches Reich, kann man die Ausweise auf der Seite friedensvertrag.org bestellen. Die haben die Einzelstaaten auch ausgewiesen. Also war hier was Preußen jetzt? Nach dem Rüstag, wir sitzen hier in Preußen gerade im Moment. Ja. Und wir haben 26 Einzelstaaten, und diese ganzen Strukturen haben die mühevoller Kleinarbeit, die haben 6 Monate gebraucht, um das herauszuarbeiten. Nach der ISO-Länderkennung 1913 in Verbindung zu der Organisationsstruktur der 1871er Verfassung in Deutschland reorganisiert, sodass also auch kleine korrekte Ausweisung der einzelnen Daten dort stattfinden kann. Was passiert, wenn man mit so einem Ausweis jetzt irgendwie, kann man damit reisen? Wahrscheinlich hat uns Probleme. Man kann damit reisen, aber es ist so, dass die Bundesrepublikstruktur innerhalb der EU Schwierigkeiten gemacht hat. Also es gibt Leute, die sind also schon überall hingereist, aber es gibt auch Leute, die waren in Bulgarien zum Beispiel. Die ersten Male hat es geklappt, mittlerweile hat die Bundesrepublik Störmanöver gemacht und hat also, jetzt gehen die Ausweise dann erstmal immer in die Graureihendorfer Straße nach Bonn von dem Staat, wo sie eingesammelt werden in der EU, und dann kommen die irgendwann wieder, so man hofft, zurück, ja, falls nicht irgendeiner irgendwelche Souvenirs abgreift. Aber dann ist es so, dass man eben diesen Ausweis eigentlich dann wieder zurückbekommen müsste. Kann man denn sonst einen vorläufigen Reisepass beantragen, habe ich gehört, der für ein Jahr gilt, den die Gemeinden auch selber direkt ausstellen können? Bei der Bundesrepublik kann man das auch tun. Ist auch kein Hindernis, einen bundesrepublikanischen Ausweis zum Reisen zu haben, weil der wird im Auftrag der Alliierten ausgestellt. Also die Bundesrepublik selber ist ja kein Staat, wie wir seit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 3. Februar letzten Jahres 2012 wissen, weil die Staaten Italien und Griechenland können nicht auf die Bundesrepublik zugreifen. Seitdem macht auch der Internationale Strafgerichtshof keine Annahme mehr von Klagen aus der Bundesrepublikstruktur. Also wenn Bürger, die hier irgendwie strafrechtlich was gegen die Bediensteten machen wollen beim Internationalen Strafgerichtshof ICC, dann wird es dort nur noch archiviert, weil die eben nicht auf die Bundesrepublikstruktur zugreifen können. Erst wenn man draußen ist, aus dem ganzen Konstrukt, kann man wieder in die Richtung, sage ich mal, was andenken. Okay. Inwieweit die das dann aufgreifen, wissen wir noch nicht. Das wollen wir jetzt neu ausprobieren, wenn man alle Schritte gemacht hat. So, dann haben wir wir haben dann eventuell einen Ausweis, der das dokumentiert. Gibt es dann noch was wir berücksichtigen müssen, und was nützt es mir jetzt tatsächlich? Wenn ich das alles gemacht habe und auch die Geburtsrechte mir geholt habe, dann muss ich natürlich 2 Dinge tun. Erstens muss ich den Personalausweis der Bundesrepublik loswerden. Den muss man bei der Gemeinde abgeben. Sich das bestätigen lassen. Und der zweite Schritt ist, man muss sich bei der Kommune abmelden. Weil solange ich angemeldet bin, oder das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich Häuser angemeldet habe oder wenn ich Autos angemeldet habe oder derartige Dinge, wobei die Autos anmelden, das würde ich im Moment noch tun oder empfehlen zu tun, weil die Versicherungen eben nicht mit Selbstverwaltern Versicherungen abschließen, weil da ist die Betreuungsanstalt der Versicherer, das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, dann da und sagt, wenn ihr mit denen irgendwas macht, dann könnt ihr mit den 80 Millionen in der Bundesrepublik nichts mehr machen. Dann schalten wir euch einfach betreuungstechnisch ab.
Ja. Ja, und weil man hat ja für alle Betreuungsanstalten geschaffen. Okay, ja. Also Auto besser noch nicht abmelden, aber Personalausweis. Sich selber auf jeden Fall abmelden und Personalausweis zurückgeben. Es gibt das Melderecht, da muss ich mich irgendwo melden? Nein, oder? Muss ich nicht, weil das ist ja das Melderecht der Bundesrepublik. Ja. Oder das Melderecht der einzelnen künstlichen Konstruktionen. Also ich wohne zum Beispiel momentan im künstlichen Land Sachsen. Proklamationsbefehl der sowjetischen Besatzungsmacht vom 9. Juli 1945, SMAD Nummer 5. Ja, bisheriges Land Sachsen plus das Verwaltungsgebiet von Schlesien, was noch bei Deutschland verblieben ist. Und die beiden Sachen hat man, Niederschlesien und Sachsen, zusammengewürfelt und hat gesagt, das ist jetzt die Verwaltung, die sich als Staat in Anführungszeichen Sachsen bezeichnet. Und man kann das wunderbar nachlesen beim amerikanischen Proklamationsbefehl Nummer 2. Dort heißt es im Wortlaut, es werden nun Verwaltungseinheiten gebildet, die von nun an als Staaten bezeichnet werden. Ne? Also Horst Seehofer, der vor kurzem gewählte Ministerpräsident in Anführungszeichen des Landes Bayern, der ist eigentlich das Verwaltungsobjekt Bayern der Amerikaner bis zu einem Friedensvertrag. Und aber Sie nennen es Staat. Sie nennen es Staat. Das heißt, es werden nun Verwaltungseinheiten gebildet, die von nun an als Staaten bezeichnet werden. Und uns hat man in der Schule halt alle gelernt, dass es von nun an eben so ist. Ja. Und für uns ist das ein gelebter Normalzustand, obwohl wir eigentlich nur eine Verwaltungseinheit der Alliierten haben. Und die kann diese Verwaltungseinheit der Alliierten, die wird geführt in Form von Firmen. Ja. Also selbst die Polizeidirektion in Leipzig ist eine eigene Firma. Ja, die Staatsanwaltschaft in Leipzig auch, Gerichte, das Amtsgericht ist in den USA angemeldet als Lager- und Gebäudeverwaltung, SIG 1541. Kann es sein, ich habe gehört, dass teilweise diese Firmeneinträge auch schon wieder rausgenommen werden, weil die merken, dass immer mehr Leute danach suchen? Ja, sie können das nicht ganz rausnehmen, sie firmieren dann um. Zum Beispiel das Amtsgericht Nürnberg-Fürth findet man, oder das Amtsgericht Fürth findet man zum Beispiel nicht mehr, sondern das Ganze ist eben dann organisiert in der oberen Firma, Oberlandesgericht Nürnberg-Fürth. Ah ja. Ne? Und das sind halt Unterfirmen dann. Also man baut da immer ein bisschen um. Immer mehr Leute aufwachen, recherchieren. Ja, und viele wissen, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht, ja, in vielen Bereichen. Und wir sind eben, wie gesagt, im reinen Handelsrecht. Und da eben in diesem Handelsrecht muss man schauen, dass man eben auch die Akteure, die einen dann belästigen, diese Firmenakteure, die staatssimulativ etwas vorgaukeln, für die gilt keine Staatshaftung. Es gibt also ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1953, vom 17. Dezember 1953, in dem steht drin, dass es zum Beispiel keine Beamten gibt, sondern nur Bedienstete, die als Beamte bezeichnet werden. Ach so. Da haben also Beamte der Einzelstaaten des Deutschen Reiches haben Klage eingereicht wegen der Pension. Und da hat das Gericht gesagt, es gibt leider seit 8. Mai 45 keine Beamten, sondern nur Bedienstete. Und wenn sie da was machen wollen, dann müssen sie in dem Fall, weil es waren welche aus Bayern, dann müssen sie sich an die amerikanische Besatzungsmacht wenden. So, das kann man also in dem Urteil nachlesen. Und dann gibt es ein weiteres Urteil aus dem Jahr 1982, dass die Staatshaftung aufgehoben ist, weil in einem Nichtstaat kann es keine Staatshaftung geben. Das bedeutet, jeder Einzelne, der mich bedroht, belästigt, schikaniert, traktiert oder sonst was persönlich macht, dafür ist dafür haftbar. Persönlich haftbar, was die aber teilweise nicht geschult bekommen. Aber deswegen ist es gut, denen das auch zu sagen. Also wenn mich ein Polizist anhält und der übertreibt jetzt ein bisschen. Ne? Es gibt ja Dinge, gut, die kann man akzeptieren, aber irgendwo gibt es dann auch Dinge, die sind dann schon Nötigung oder sonst was. Genau. Oder Freiheitsberaubung machen sie ja vielleicht auch mal, dass man denen dann sagt, sie sind persönlich dafür haftbar. Genau. Der Staat haftet nicht für sie. Richtig. Und das kann eventuell teuer werden, nämlich aufgrund des Handelsrechts. Genau. Was, Im reinen Handelsrecht kann man also quasi dann derartige, sage ich mal, Problemfelder so angehen, dass man eben, wenn ein Angebot kommt, wird es eben akzeptiert. Das ist ja sind ja immer Angebote. Ne? Also es macht mir die Firma Polizei ein Angebot, weil ich, was weiß ich, 20 Kilometer zu schnell war oder auf der Autobahn 20 Kilometer zu langsam war, bei der Mindestgeschwindigkeit von 60. Ja? Und dann kommt ein Angebot. Ja. So. Dann wollen die irgendeine Summe haben. Die wird ja aus dem Nichts erfunden. Ja. Und in dem Moment
im reinen Handelsrecht nehme ich als freier Mensch, wo ich wieder am Tisch dieses Spielcasinos Platz genommen habe, in Anführungszeichen, sage ich, jawohl, ich nehme das an für einen Betrag XY. Und dann schreibe ich auf dieses Produkt drauf, mein Wertpapier, ich akzeptiere für Wert, accept for value und dann eben die entsprechende Summe. Das muss ich mit roter Tinte draufschreiben. Mhm. Und dann schicke ich das dem halt entsprechend wieder und gebe ihm nach die Mindestfrist nach dem Handelsrecht 72 Stunden oder auch länger, das kann jeder für sich entscheiden, wie lange. Und danach muss er halt entsprechend antworten. Meist frage ich dann auch noch, er möge bitte parallel die Gründungsurkunde des Landes Sachsen oder wo sie mich halt gerade geblitzt haben, des Freistaates Bayern oder wo auch immer, mit beifügen. Ja. Ja. Und die gesetzlichen Grundlagen überhaupt für und ob er beamtet ist, ja, und so weiter. Das können Sie ja nicht belegen. Genau. Also und können Sie auch nicht, widersprechen Sie wahrscheinlich nicht auf so eine Forderung. In der Regel kommt da gar nichts, weil die wahrscheinlich auch so am Anfang vielleicht drüber lächeln. Mhm. Und dann geht das Ganze eben halt mit Mahnungen, weiteren Mahnungen so weit, bis es eben dann zum Pfandrecht kommt. Also ein rechtmäßiger Titel, weil Sie nicht widersprochen haben, haben Sie sozusagen anerkannt. Genau, haben Sie es eben anerkannt und dann wird eben praktisch ein Pfandrecht im internationalen Handelsregister eingetragen. So, und dann muss man eben noch einen Liquidator finden, also eine Bank oder einen Broker, der das halt dann übernimmt oder vielleicht ein Inkassounternehmen, irgendeins, es kann auch eins aus Namibia sein, ja, oder wo auch immer. Ja. Ja, und dann verkauft man halt, Pfandrechte sind frei verkäuflich, kann man die weiterverkaufen. Und wenn man die Richtigen hat, die sich wirklich drum kümmern, an das Geld zu kommen, dann hat der einzelne Beamte, in Anführungszeichen, der er ja nicht ist, also der Trachtenuniformträger oder der Richter oder der Gerichtsvollzieher, dann hat er vielleicht richtig nachher ein Problem. Genau. Das können ja auch richtige Summen sein. Das, ne, können auch richtige Summen sein. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man korrekt nach den Bedingungen des Uniform Commercial Code und den Strukturen praktisch arbeitet, weil sonst kann der Schuss auch sehr schnell in die falsche Richtung gehen. Du hast ein Beispiel aus Amerika erzählt. Ja, es gab einen Fall in Amerika, dort hat die New York Times, eine große Zeitung, hat darüber berichtet. Dort hat ein Sheriff, also wurde von einem Ehepaar angeschrieben und mit einem Pfandrecht entsprechend belegt. Nur waren da wohl Formfehler drin. Aber am Anfang hatte der natürlich erstmal gewaltige Schwierigkeiten. Er wurde also angerufen von seiner Hausbank, dass sein Hauskredit nicht mehr, dass es keinen neuen Anschlusskredit gibt, weil wohl im Schuldenregister ein Millionenbetrag eingetragen war, ein pfandrechtlicher Millionenbetrag eingetragen sei. Mhm. Und dann hat er also Mordsprobleme bekommen und hat dann auch Anwälte gebraucht und hat dann juristisch das Ganze angefochten. Und weil da Formfehler drin waren, sind dann die beiden, die ihn da belegt haben, die sind zu 25 Jahren Haft in den USA verurteilt worden. Das ist natürlich sehr abschreckend, also vielleicht auch hier zur Warnung, also nicht einfach leichtfertig sagen, ach, ich mache da jetzt mal ein bisschen Pfandrecht und mal gucken, was passiert, das kann auch noch hinten losgehen. Also man muss sich dann wirklich mit dem Handelsrecht auch auskennen und genau wissen, wie man es macht, also nicht so leichtfertig. Also es ist hier keine Anleitung, mal das so zu machen. Es gibt Leute, die denken, ach, da habe ich was im Fernsehen gesehen. Jetzt geht's los. Zeige ich es denen mal. Da muss man aufpassen, also kann ich nur anraten, also auf jeden Fall erstmal Seminare, Schulungen zu diesem Themenkomplex besuchen, sich sachkundig machen, auch in Bezug auf die Lebenderklärungsgeschichte und die ganzen Sachen, dass man da korrekt arbeitet. Macht ihr so Seminare? Gibt's die? Wir bieten solche Seminare an. Mhm. Ich denke, du wirst die Seite sicherlich einblenden, www.stasewi.wordpress.com, unser Presseblog, dort kann man sich auch entsprechend dann terminmäßig, wenn man ein Seminar gefunden hat, anmelden. Es gibt auch andere, die Seminare anbieten zu den verschiedensten Themen. Man sollte sich auf jeden Fall aber sachkundig machen, bevor man ein Fass aufmacht und rechtlich irgendwo losschlägt. Nicht umsonst haben in der Regel auch Leute, die den Anwaltsberuf oder die in dem Bereich im Handelsrecht oder Recht studiert haben, über Jahre oder Jahrzehnte Praxis haben, die wissen, wie es funktioniert und
Die deutschen Anwälte natürlich nicht, die wissen nicht, wie es funktioniert. Ja, das ist eben auch ein Vorteil. Die müssen noch geschult werden. Die müssen genauso geschult werden, aber im Uniform Commercial Code sich auskennend, kann man dann loslegen. Aber wie gesagt, wer sich nicht auskennt, nicht einfach loslegen, das kann ich nur vorwarnen. Ja, aber gut, was kann man jetzt damit alles machen, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, man hat irgendwie Scherereien mit der Polizei und dann geht es vor Gericht und fängt vielleicht beim Amtsgericht an, ist ja eigentlich egal, weil das sind ja alles auch eigentlich nur Verwaltungsleute oder sie unterliegen eben dem amerikanischen Seerecht, sind eigentlich halt für mich dann gar nicht zuständig, obwohl sie halten sich dafür. Nur, sie sind schon zuständig, weil wir haben, solange ich die es Person. Einmal das Besatzungsrecht, also Paragraph 2 Absatz 1 des Überleitungsvertrages aus dem Jahr 1955, der ist 1990 weiter gültig. Wir haben also auch da das recherchiert, also auch uns mit dem Justizministerium auseinandergesetzt und das Bundesjustizministerium hat bestätigt, dass der Paragraph 2 Absatz 1 weiter gilt und dort steht drin, dass alle Gesetze, die Amerikaner, Engländer, Franzosen eben gemacht haben in diesem Besatzungsbereich oder auch die Russen, bleiben neben dem deutschen Recht weiterhin in Kraft. Mhm. So, was juristisch bedeutet, wird hier in Deutschland irgendwie AGB-Bestimmung entweder greift die nicht für jemanden, gilt automatisch natürlich das, was die Amerikaner und Engländer an Gesetzmäßigkeiten haben und darum gilt eben dieses englische und amerikanische Recht durchschlagend. Und wenn ich jetzt bei einem deutschen Gericht bin, auf keinen Fall darf ich mich dort hinsetzen, weil dann schließe ich einen Handelsvertrag mit ihnen ab. Also wenn ich eine Einladung bekomme, bevor der eröffnet, muss ich also wissen, was ich tue. Entweder verabschiede ich mich wieder oder habe den kurz belehrt und gehe dann wieder. Ja, aber ich darf mich auf keinen Fall dort einlassen, weil in dem Moment gehe ich nach Handelsrecht einen konkludenten Handelsvertrag ein. Es gibt andere, die sagen schon, wenn ich den Gerichtssaal betrete, dass ich dann, es gibt ja Leute, die haben in der Tür sozusagen dann schon mit dem Richter diskutiert und dann ist er irgendwann auch mit hochrotem Kopf dann abgehauen, soll es auch gegeben haben. Hat es alles schon gegeben. Es gibt da Richter, die sich dann schon verneigt haben und verschwunden sind. Da gibt es auch Filmmaterial im Internet auffindbar von einem Kanadier, der das gemacht hat. Den wollten sie dann erstmal cashen. Der hat aber gesagt, er ist hier als freier Mensch und er ist nur der Ministrator und hat dann die Geburtsurkunde in Kopie dem Richter vorlegen lassen. Hm. Und dann hat sich der Richter erhoben und hat sich verbeugt, hat gesagt, er ist der Souverän und hat das Handelsschiff mehr oder weniger verlassen. Und dann hat er gesagt, die Verhandlung ist geschlossen, die Kosten trägt die Firmenkasse, also die Staatskasse. Okay. Ja, interessant. Aber ob das immer so läuft, das heißt auch hier, ich sag's nochmal, es ist nicht, dass man sagt, man hat ein bisschen was gehört und macht jetzt mal irgendwas und kommt da immer mit durch. Das heißt, jeder Richter und jeder Beamter, in Anführungszeichen, reagiert anders. Das System kann einmal sagen, okay, den lassen wir laufen. Der andere sagt, jetzt kriegt er den großen Bahnhof. Ne? Also es ist nicht immer, du hast ja neulich auch irgendwie Polizei zu Hause bei dir. Ja, das war eine andere Geschichte. Man hat mir angedichtet, ich würde eine rechtsradikale Seite betreiben im Internet, wo ich das erste Mal selbst davon gelesen und gehört habe, als plötzlich sieben Aktivisten vor meinem Bett standen, früh morgens um 6:30. Also uniformierte? Waren nicht uniformiert, die waren alle in Zivil. Und dann sage ich, ihr gehört aber nicht zu meinem Traum. Und dann habe ich die erstmal alle gesagt, jetzt müsst ihr mir 3 Minuten Zeit lassen, dass ich mich hier finden kann, dann können wir loslegen. Ihr habt sicherlich nur einen Durchsuchungsbeschluss ohne Unterschrift, was sich auch bestätigt hat. Mhm. Und dann habe ich erstmal die Ausweise, die Dienstausweise mir alle notiert, Vorname, Nachname und Dienstausweisnummer. Und dann habe ich gesagt, jetzt können wir loslegen. Und dann haben die... Das haben wir auch mitgemacht. Müssen sie mitmachen. Paragraph 8 Sächsisches Polizeigesetz schreibt vor, dass wenn der Betroffene es verlangt, sich jeder, bevor überhaupt irgendwas gemacht werden kann oder darf, sich ausweisen muss. Ja. So, das haben die dann auch korrekt gemacht und dann hat sich dann herausgestellt, dass 5 Bedienstete der Firma Polizeidirektion in Leipzig waren und 2 von der Firma Ordnungsamt der Stadt Leipzig. Und ja, dann haben die eben hier meine Computer mitgenommen und Notebooks mitgenommen und Tablet-PC mitgenommen und dann nach 5 Tagen haben sie die wieder zurückgebracht, 2 Stunden vor Fristablauf, weil ich habe das dann auch dem Ermittlungsbeamten gesagt, also er war innerhalb von 72 Stunden das Ganze zurück
Und 2 Stunden vor Fristablauf kamen dann die Computer wieder. Wir haben aber andere Fälle. Dort gibt es zum Beispiel bei uns unsere Hauptverwaltung Sachsen, der Henry Schneider, den haben sie vom Bundesamt für Güter, von der Firma Bundesamt für Güterverkehr in einer Plünderungsaktion mit der Firma Polizei 10 Computer mitgenommen und der konnte nicht mal mehr Rechnungen schreiben danach, weil also praktisch alles Wissen, was auf den PCs lag, ist erstmal weg gewesen und die Computer sind bis heute noch nicht zurück. Dafür hat auch der Verkehrsminister, dem diese Firma untersteht, mittlerweile ein hohes Pfandrecht eingetragen bekommen und ist eben auch dort im Schuldenregister bereits eingetragen. Aber kann noch nicht vollstreckt oder eingezogen werden, aber das kommt vielleicht auch noch. Gibt es denn da Möglichkeiten? Er hat 90 Tage noch Zeit zu heilen. Ja, okay. Also es ist so, wenn ein Pfandrecht soweit korrekt scharf werden soll, dann, wenn es losgeht mit dem Pfandrecht, dann hat derjenige noch 90 Tage Zeit, um den Vorgang zu heilen. Weil wir leben ja im Handel. Im Handel geht es immer um die Wahrheit. Ja. Und im Handel geht es darum, ein Geschäft zu machen, wo man, der eine macht ein Angebot und der andere nimmt es an. Und wenn eben jemand in Verzug geraten ist, dann hat er eben die Chance, dann zu heilen. Also zum Beispiel die Polizeibeamten, die bei mir waren, haben alle die Chance, also die Bediensteten, sich zu entschuldigen. Und mir dann sagst du auch, okay, ja, wir haben im guten Glauben gehandelt, genau, sozusagen. Oder die Gründungsurkunde des Landes Sachsen habe ich noch mit verlangt, die es nicht gibt. Dann müssen sie mir halt schriftlich geben, dass es kein Land Sachsen gibt, das gegründet worden ist. Wie ist das denn jetzt, wenn wir im Handelsrecht sind? Wäre es da nicht sinnvoll, ich mache mal eine eigene AGB sozusagen, dass ich sage, jede Abmahnung kostet 100.000 Euro oder so, wird automatisch fällig. Das heißt, habe ich dann schon im Grunde denen, sobald sie, was weiß ich, meine Seite betreten und ich sage, die AGBs werden damit akzeptiert und dann kriege ich eine Abmahnung, kann ich dann gleich sagen, Moment mal, kostet jetzt, Sie haben ja dem zugestimmt, durch konkludentes Handeln. Kann ich machen, ja. Dann bin ich aber unter Umständen halt juristisch überprüfbar, der ganze Vertrag beim amerikanischen Bundesgericht. Ne? Drum sage ich jetzt mal, wenn man nach dem UCC das korrekt abgearbeitet hat, immer wieder mit Zeugen, dann ist man natürlich jedes Mal stabiler. Der kann zwar immer heilen. Ne? Früher gab es Duelle, wenn die Leute gehandelt haben oder wenn einer dem anderen seine Frau beleidigt hat, von Mensch zu Mensch in dem Handeln. Dann hat er gesagt, bestimme einen Sekundanten und morgen geht's los. Ja, ja. Ja. Dann haben die sich duelliert. Und im Handelsrecht ist es eben so, dass man eben sich nicht mehr unbedingt heute duelliert, sondern man tritt eben mit in Schrift und Wortform miteinander gegeneinander an und dann muss der halt jetzt den Missstand, das entehrende Vergehen, das er gemacht hat, muss er heilen. Also eigentlich ist das Vertragsrecht ja eine ganz gute Sache, weil man sich ja verträgt. Also man versucht eine Regelung zu finden und man will den anderen auch nicht entehren. Das wird zwar regelmäßig gemacht, aber eben, weil man auf dem anderen Recht sozusagen ist. Also wir haben das öffentliche Recht, da übergeordnet ist aber eigentlich das Handelsrecht. Ja. Darüber wäre noch das göttliche Recht oder Schöpfungsrecht, genau, würde ich mal sagen. Genau. Aber auf dem Handelsrecht kann man ja eigentlich ganz entspannt sagen, okay, lass uns vertragen, jetzt guck mal, so und so ist das gelaufen, genau. Jetzt müssen wir das klären. Es hat jeder die Möglichkeit zu heilen, bis eben dann das Pfandrecht scharf ist. Wenn das Pfandrecht dann scharf ist, habe ich 99 Jahre die Möglichkeit, mit diesem Pfandrecht zu agieren. Und da sind BRD-Rechter sind da gar nicht mehr zuständig. BRD-Recht hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja. Ich kann mich, also auch selbst amerikanisches Bundesrecht, ist dann nimmer in dem Maß zuständig, weil wenn dann die Heilung, also wenn quasi das Pfandrecht dann eingetragen ist, dann ist das Ding ja scharf. Er hätte hat ja die Möglichkeit gehabt, über die ganzen Vorgänge hinweg den Heilungsprozess einzuleiten. Man hat ihn auch immer wieder daran erinnert. Also genau. Mahnungen sozusagen. Genau. Ja. Und wer nicht will, der hat schon. Ja. Genau, also ist im Grunde dann selber schuld. Also im Grunde müssen ja ein paar Mal nur so Sachen auch dann durchgezogen werden bis zur Pfändung. Nur wer vollstreckt sowas sozusagen, aber... Ja, kann jede Bank vollstrecken, kann jedes Inkassounternehmen, das sich es getraut zu vollstrecken. Und dann kann auch jeder, könnte theoretisch gesehen auch, man könnte auch Wertpapiere auflegen auf die jeweiligen Schichten. Ja, das müsste dann aber halt wiederum durch ein...
durch einen Broker entsprechend dann praktisch geredet und aufgelegt werden. Ne? Was hätte ich denn jetzt in einem Ernstfall, was weiß ich, Polizei steht vor der Tür wegen irgendwas und hat natürlich nichts unterschrieben und so weiter, kann ich jetzt sagen, akzeptiere ich gegen Wert von 500.000 Euro und dann, egal was dann passiert, dann schreibe ich das nachher alles auf, was passiert ist, schicke dem das hin und stelle meine Bedingungen. Stelle Bedingungen, ja. Die haben ja Bedingungen gestellt ja. Und ich stelle ihm meine Bedingungen. Ich akzeptiere es quasi zu den Bedingungen. Ich sage, okay, ihr habt mir ein Angebot gemacht. Das ist wie wenn ich ein Brötchen kaufe beim Bäcker. Sage ich, ich hätte gern das dunkle Brötchen und der sagt, jawohl, packt mir es ein und dann sind wir uns einig und ich kriege das Brötchen und er kriegt eben dann entweder eine Münze oder einen Schuldschein. Und konkludentes Handeln, muss man vielleicht auch nochmal sagen, ist zum Beispiel, wenn ich in ein Parkhaus fahre und da steht, im Eingang steht, wenn Sie hier reinfahren, unterwerfen Sie sich den AGBs dieses Parkhauses. Genau. Dann kann ich nicht reinfahren und sagen, Moment mal, Ihre AGBs akzeptiere ich nicht, weil ich habe sie ja akzeptiert dadurch, dass ich reingefunden habe. Das ist also das konkludente Handeln. Ja. Da kann man dann sagen, Moment mal, Sie haben ja so gehandelt und das damit akzeptiert. Genau. Ne? Oder Bus, Eisenbahn ist genau das Gleiche. Wenn Sie heute, also wenn du heute einen Bus betrittst, ja, dann erkennst du mit der Busschwelle die AGB-Bestimmungen des Busunternehmens an. Kannst nachher nicht sagen, Moment mal, das akzeptiere ich nicht. Ne? Genau. Und das ist also reines Handelsrecht, so läuft das Ganze ab. Vielleicht noch einen Satz zu der Problematik Firma Bundesrepublik, weil es hat ja schon mal Leute gegeben, die Firma Bundesrepublik insolvent stellen wollten. Das geht gar nicht, weil 1933, 34, kurz nach dem Crash von 1929, waren die USA pleite. Und dann hat man die Firma in Konkurs gegründet und hat das Recht entsprechend umgestellt, dass also quasi diese Firma USA, genauso wie auch die Firma Bundesrepublik, sind im Konkurs gestattet. Also die sind quasi als Pleitefirma gestattet worden, sodass also quasi letztendlich man schon pleite war, bevor man überhaupt auf den Markt gekommen ist. Und eine Pleitefirma kann zu Recht auch nicht pleite gehen, die ist schon pleite. Okay, also da haben wir keine Möglichkeit. Aber wir können uns auf dem Handelsrecht, sozusagen Vertragsrecht, können wir schon einiges machen. Aber wie gesagt, man müsste sich intensiv mit befassen. Ja. Ein langer Weg und man sollte es nicht leichtfertig machen, deswegen wären die Seminare sinnvoll, ne? Ja. Auf alle Fälle. Ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt noch wichtig zu wissen? Du hast ja irgendwie ein paar Sachen über das UCC auch. Erinnert mich so ein bisschen an OPPT, aber das hat jetzt... Nein, OPPT ist wieder was anderes. OPPT ist im Handelsrecht ein von drei ehemaligen Mitgliedern einer Rockefeller Bank. Die haben diesen OPPT gemacht. Und haben also das Ganze angemeldet im Handelsregister. Aber ich sage jetzt mal, ich befürchte, das ist die Möglichkeit, ein neues Spielcasino von Rockefeller. Man weiß es nicht genau. Überschreibt deshalb trage ich lieber meine Sachen selber ein. Ja, ja. Und hänge mich da nicht an die OBBD-Struktur. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, wie er handelt. Das sehe ich aber genauso, wie du es sagst. Im Grunde sind natürlich die gesetzlichen Grundlagen sind ähnlich. Man kann da auch vieles sich informieren, aber ich würde mich jetzt nicht beim OPPT eintragen, weil möglicherweise übertrage ich damit, gehe ich mit denen dann auch einen Vertrag ein und das will ich vielleicht gar nicht. Vielleicht haben die dann Zugriff nachher auf meine Sachen. Genau. Und dann mache ich das lieber direkt. Direkt, richtig. Ja, es gibt jetzt einen Merkplatz über den UCC. Ist da noch irgendwas? Ja, wir haben ein Merkblatt entwickelt, das wir den Bediensteten auch immer mitschicken, damit die also auch wissen, dass sie sich im Handelsrecht befinden, dass das alles entsprechend eingetragen ist. Ja, also die Bundesrepublik Deutschland, dass die eingetragen ist im SEC-Register und das haben wir da auch mit hineingeschrieben. Wir haben denen also mitgeteilt, dass also die auch bei der Security Exchange Commission eben unter der Nummer 780-140 registriert ist. Also es ist so, dass die dann wissen, dass sie also in einer Unterfirma mehr oder weniger arbeiten und ja, das ist eben Handelsrecht, Firmenrecht und dann wissen die Bescheid. Und wenn sie dann nicht sich darum kümmern und remonstrieren gehen, die Möglichkeit haben sie ja, § 63 Bundesbeamtengesetz, das kann jeder remonstrieren. Wenn ich also nicht mehr weiter weiß, muss ich mal den nächsthöheren Vorgesetzten fragen. Und wenn sie das nicht tun, dann laufen sie in Gefahr, dass sie unter Umständen in persönlicher und finanzieller Haftung landen.
Es sind ganz viele, die es im Grunde wissen, aber sie sagen, sie machen trotzdem so weiter. Natürlich, sie wollen weiter irgendeinen Job haben und so weiter. Man muss es vielleicht auch verstehen, aber deswegen sollte man sich da ein bisschen auskennen und dann wirklich immer wieder sagen, pass mal auf, lieber Freund hier, du kannst mir viel erzählen und deine Uniform interessiert jetzt eigentlich auch weniger, weil das sagt im Grunde nichts aus oder was auch immer. Ne? Also wir befinden uns auf einer anderen Ebene und müssen uns dann mit dem sozusagen vertragen. Wir haben eben die fünf Rechtskreise. Wir haben erstmal den Mensch ganz oben, vom Schöpfer geboren. Also ich kann vom Gartenpflanzen bis hin zu irgendwelchen anderen kreativen Sachen alles machen. Ja. Und dann gibt es eben darunter die Struktur eben, dass man in diesem unterhalb des Schöpfungsrechts im Naturrecht ist. Mhm. Ja, also dann bin ich, und unterhalb des Naturrechts kommt eben dann das Handelsrecht, weil in der Natur haben die Menschen miteinander Handelswege und Handelsmöglichkeiten entwickelt über Jahrtausende. Ja. Und dieses Recht ist ja altes kanonisches Recht. Da haben also alle möglichen mitgewirkt, die Sumerer, die Babylonier, ja, dann später die Römer, ja, und die Türken und also die Engländer, ja, also es waren alle die Wikinger, ja, die haben alle mit, es hat sich über Jahrtausende entwickelt und das Ganze wurde eben dann von der amerikanischen Regierung 1954 mit 9 Hauptgrundpfosten mal etwas gefasst, weil es war bis dahin nur reinstes Handschlagsrecht. Und da hat man gesagt, man macht eben 9 Hauptartikel, die aber dann jeder Einzelstaat für sich nochmal in sein Recht ratifizieren musste in den USA. Und diese Struktur auf der Bundesebene, die gilt eben dann für ausländische Strukturen. Wenn wir jetzt kommen, dann wir sind direkt an Washington DC angekoppelt. Ich kann mir natürlich auch dem Common Law /UCC des jeweiligen Einzelstaates unterwerfen. Mhm. Dann muss ich mich aber dort der Gerichtsbarkeit stellen. Mhm. So muss ich mich nur der Gerichtsbarkeit der amerikanischen Bundesgerichte stellen. Ja, und jeder, der dort dann klagen will noch, der muss erstmal in Vorleistung gehen. Und wenn da Summe da ist von 7, 8 Millionen US-Dollar, dann muss der auch seinen Anwalt, der auch eine Stange kostet, bezahlen und er muss dort in Vorleistung gehen. Also dann wird ein bisschen schwierig. Wird ein schwierig dann für die Akteure. Ne? Ja, ja. Also von dem her sollten die sich dann schon überlegen, ob sie nicht die Heilungschancen dann eher nutzen. Und dann unterhalb dieser Rechtsschiene des UCC hat man dann eben das Recht der natürlichen Personen, Rechtskreise, das ist eben das staatlich-deutsche Recht, das aber seit 23. Mai 1945 handlungsunfähig gestellt ist. Und darunter eben das Recht der juristischen Personenrechtskreise, also dieses Spielcasinos oder Sklavenspielcasinos, das die hier eröffnet haben. Und wenn man sich eben dann wieder als lebendiger Mensch in das Spielcasino UCC, ein höherrangiges Recht, begeben hat, dann kann ich natürlich als Ministrator sicherlich hier weiter steuern, aber das muss man dann halt den Leuten auch sagen. Also ich bin hier, wenn hier einer kommt und sagt, ich will hier zum Plündern, dann muss ich ihm halt mitteilen, dass er bei dem, wo er plündern will, dass diese juristische Person, geboren von der Konstruktion, die liegt beim Standesamt in Fürth, da muss er bei mir an Standesamt Fürth sich wenden. Und ich bin der Mensch und wenn der mich jetzt mitnimmt, dann kann ich ihn nachher wegen Menschenhandel eventuell oder sonst was. Dann kann ich ihn weil er gegen Bedingungen verstoßen hat, gegen Menschenrechte, kann man ihn entsprechend hier Völkerstrafgesetzbuch bis hin eben nach UCC eben entsprechend in die Rechenschaft ziehen. Ne? Ja, wie gesagt, man muss sich da ein bisschen auskennen, aber man kann, es ist sehr mächtig, glaube ich, man hat einige Mittel. Es verhindert vielleicht nicht immer, dass irgendwann mal die Polizei irgendwas von einem will, aber man kann dann schon die mal so ein bisschen zurückschrauben. Man muss sich aber halt sachkundig machen vorher. Man muss wissen, wie man mit den Instrumenten umgeht. Man muss auch mit den Instrumenten im juristischen Personenkreis muss man sich auch auskennen, welche Gesetze haben Gültigkeit, welche nicht. Also sehr interessant, aber man sollte sich schlau machen. Also eure Seite heißt Stasew. www.stasew.wordpress.com. Ja, und da kriegt man dann schon, ist das Merkblatt da irgendwie online oder gibt es das? Nein, das Merkblatt gibt es dort nicht, aber wer im Seminar dann ist, der kriegt das natürlich mitgeliefert. Also, es ist auch sinnvoll, wirklich so Seminare mitzumachen. Ja. Wie gesagt, man
sollte sich da wirklich mit befassen und nicht einfach sagen, ich habe da mal was gehört. Ne? Denn das kann auch nach hinten losgehen. Wir haben ein Beispiel von dem Sheriff vorhin erzählt, also bei dem Sheriff-Beispiel aus der New York Times. Ja, aber das soll, das zeigt nur, bei mir passt mal besser auf. Gibt es da in Amerika schon andere jetzt, die das ohne Formfehler dann weitergezogen? Gibt es mit Sicherheit, aber die sind uns natürlich jetzt auch nicht bekannt heute. Ich weiß nur, dass es in Amerika auch über 2 Millionen Selbstverwaltete gibt und es gibt 3 Staaten, die haben den Austritt aus den USA erklärt, aber die Firma US Corporation hat es nicht angenommen. Die ignorieren das einfach mal nicht. Okay, ja, da kann man sehen, wie spannend das ist und... Danke dir für die Information und für das, was du machst. Und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen anregen, sich damit zu befassen, denn das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Und ich danke dir, dass du hier bist, Peter Frühwald. Ich danke auch. Und wie gesagt, wünsche, falls das jemand dann geschult und gelernt hat, gute Umsetzung. Ja, da werden noch spannende Dinge passieren und man hört es von vielen Ecken, dass Leute sich einfach nicht mehr alles gefallen lassen, sondern dass sie sich wehren. Auch manchmal geht es natürlich auch, weil sie es ungeschickt machen, geht es nach hinten los. Und dann klagen sie, ich habe wegen 30 Euro jetzt hier einen riesen Haftbefehl und so. Und dann sage ich, ja, warum machst du wegen 30 Euro auch jetzt so ein Fass auf, ne? Wenn man nicht sicher ist. Also das auch zur Warnung. Es ist jetzt nicht... der Freifahrtschein auch jetzt Handelsrecht, jetzt mache ich die fertig. So einfach ist es nicht. Ja, Handelsrecht kann er ja auch erst anwenden, wenn ich eben quasi dann wieder aus diesem Rechtskreis Bundesrepublik mich verabschiedet habe. Sonst bin ich ja immer noch über meinen Personalausweis oder über die Anmeldung beim Einwohnermelderegister bin ich ja quasi registriert und habe die AGB-Bestimmung der Bundesrepublik akzeptiert. Na gut, das ist die Frage, könnte man jetzt auch fragen, haben mir diese ganzen Bedingungen, sind die mir bekannt? Denn bei einem Vertrag müsste man ja erstmal sagen, okay, du kriegst jetzt erstmal den ganzen Vertragsbedingungen und dann kann ich sie unterschreiben. Habe ich natürlich nicht, als ich den Perso beantragt habe, aber man geht natürlich davon aus, dass ich dann natürlich dem System zugestimmt habe, aber könnte man auch anfechten, indem man einfach sagen, Moment, wo ist mir das vorgelegt worden? Richtig. Und die ganzen Konsequenzen waren mir nicht bekannt. Ja, aber da muss ich eben, wie gesagt, aus dem Sklavendasein raus sein. Ja. Okay, also das hast du, glaube ich, sehr schön dargelegt, dass es einige Schritte gibt, die man machen sollte und Schritt für Schritt sozusagen und nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Genau. Also vielen Dank nochmal, Peter. Jo.